Nee, ich beruhige mich. Also, come on, Alter! Daraufhin sagt sie, als Dr. Benson verstorben ist, bin ich auf die Knie gegangen und habe Gott gedankt. It's a lie, but now I'm... What the f***? Das ist eine Tonaufnahme, die es jetzt gibt von ihr? Das klingt wie ein Horrorfilm. Britney Spears schreiben gerade schon Leute. Ja, genau das, genau das. Und ab dafür. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. I truly believe this conservatorship is abusive. I deserve to have a life. I've worked my whole life. Es wird Zeit für ein Britney-Update, denn Britney hat jetzt das erste Mal öffentlich über ihre Vormundschaft gesprochen. Britney Spears has just dropped a bombshell as she addressed a judge this afternoon concerning her conservatorship. Am Mittwoch, den 23. Juni 2021, spricht Britney Spears in einer virtuellen Anhörung 24 Minuten lang vor der LA-Richterin Brenda Penny und bat sie darum, ihre 13-jährige missbräuchliche Vormundschaft ohne eine weitere medizinische Beurteilung zu beenden. Nochmal kurz zur Erklärung. Eine gesetzliche Vormundschaft ist für Menschen, die nicht... Also das Ding ist, um euch kurz den Hintergrund zu erklären. Ich glaube, es ist so, dass Britney Spears seit Jahren, wie da steht, eine Vormundschaft hat. Das heißt, nicht selber sozusagen entscheiden darf, für was sie Geld ausgibt, was sie genau tut. Ich weiß nicht, wie weit das in den USA geht mit der Vormundschaft, was sie alles entscheiden darf und was sie alles nicht entscheiden darf. Aber es wird eine Menge sozusagen entschieden für sie, von anderen, seit 13 Jahren. Am Anfang gab es halt so Leute in der Free Britney-Bewegung, die gesagt haben, ey, ihr geht's da nicht gut, die wird da ausgenutzt, sie wird unter Druck gesetzt, sie wird unter Drogen gesetzt, sie kann sich nicht wehren, bla bla bla. Und ich dachte so, ja, sind halt Verschwörungstheorien aus dem Internet so. Aber da habe ich immer mehr so mit der Zeit darüber auch gesehen, sodass ich dann auch irgendwann dachte so, what the f***, was geht da überhaupt ab? Und sie auch teilweise so schon weird gesprochen hat und weirde Sachen gesagt hat und teilweise auch so rüberkam, als würden Texte nicht von ihr geschrieben werden, sondern von anderen geschrieben werden auf den Social-Media-Plattformen oder so. Das ist jetzt ein Video von Daisy von vor einem Tag, wo es halt darum geht, dass sie jetzt eine Anhörung hatte und wo sie halt vor Richtern seit Jahren überhaupt mal wieder sprechen durfte und überhaupt mal wieder was sagen durfte. Nicht in der Lage sind, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Und genau das wurde 2008 vom Los Angeles Superior Court genehmigt, nachdem Britney unter mentalen Zusammenbrüchen litt. Und seitdem kann sie so gut wie nichts ohne die Erlaubnis ihres Vaters machen. Ich habe letztes Jahr ein Video über das Leben von Britney und ihrer Vormundschaft gemacht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt vorher anschauen, um wirklich die Situation zu verstehen, in der sie sich seit 13 Jahren befindet. Im Februar diesen Jahres veröffentlichte die New York Times den Dokumentarfilm Framing Britney Spears über ihre Vormundschaft und den juristischen Kampf um die Beendigung der Vormundschaft. Im nächsten Monat schreibt sie auf Instagram, dass sie die Doku zwar nicht gesehen hat, aber dass sie sich dafür schämt, für wie sie sie darstellen und dass sie zwei Wochen nach der Veröffentlichung geweint hat. Und im Mai postet sie, dass sie diese Dokumentation heuchlerisch findet, weil sie einerseits doch die Medien kritisieren, aber andererseits doch das Gleiche tun. Dass man sich nicht auf die negativen und traumatisierenden Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit fokussieren soll, sondern auf das Positive und dass sie doch hauptsächlich fantastische Erlebnisse in ihrem Leben hatte. Da sich die Fans jedoch schon seit langer Zeit sicher sind, dass Britney nicht der Verfasser dieser Instagram-Posts ist, sind sich viele auch sicher, dass sie das definitiv nicht geschrieben hat. Sie schreiben auch in den Kommentaren, dass solange sie nicht Britney sehen, wie sie das in einem Video wirklich ausspricht, es nicht glauben. Weil gerade in der Vergangenheit Britney oft ja diese Videos auch gemacht hat, wo sie Q&As beantwortet hat mit Fragen, die wir ihr angeblich gestellt haben, die wir ihr aber nie gestellt haben. Jetzt hat sie aber endlich selbst gesprochen. Und das, was sie jetzt in der Anhörung gesagt hat, lässt es natürlich noch mehr so wirken, als hätte sie diese Instagram-Posts selber nie verfasst. Denn in der 20-minütigen vorbereiteten Rede sagt Britney Spears dem Gericht jetzt, dass ihr Vater die komplette Kontrolle über ihr Leben hat und sie traumatisiert zurückließ. Aber ist die Rede jetzt öffentlich gewesen? Also Daisy behauptet jetzt, dass das Britney so gesagt hat. Aber meine Frage wäre jetzt so ein bisschen, ist die Rede öffentlich gewesen? Also wo, also weiß man das? Hast du schon abonniert? Sie sagt, ich denke, dass diese Vormundschaft missbräuchlich ist. Ich glaube nicht, dass ich ein erfülltes Leben führen kann. Ich fühle mich bedrängt, ich fühle mich schikaniert und ich fühle mich allein. Hier kommen die wichtigsten Kernpunkte der Anhörung.
Britney sagt, dass ihre Eltern mit den Medien sprechen und Interviews geben können, wann immer sie wollen, aber sie wiederum wird daran gehindert, das zu tun. It's not fair they're telling me lies about me openly. Even my family, they do interviews to anyone they want on news stations, my own family doing interviews and talking about the situation and making me feel so stupid and I can't say one thing. And my own people say I can't say anything. Ich habe gelogen und der ganzen Welt gesagt, mir geht es gut und ich bin glücklich. But I just want to let you guys know that I am fine. I'm the happiest I've ever been in my life. After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. But now I'm What the f***? Das ist eine Tonaufnahme, die es jetzt gibt von ihr? Telling you the truth, okay? I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry, it's insane. And I'm depressed. I cry every day. Sagt sie und fügt hinzu, dass sie sich Sorgen macht, sich zu äußern. What the f***? What the f***? Diese ganze Free Britney-Sache ist ja eine Sache, die hat man so mitbekommen, dass es da so Postings gibt und dass es da so, ja, was will sie uns damit sagen, wenn sie da irgendwelche bestimmten Zeichen macht oder hey, in diesem Post kommt sie weird rüber, bla bla bla. Aber das waren alles so ich habe mich da nie so wirklich reingefuchst, ich habe da nie so wirklich mich krass damit auseinandergesetzt und es war immer so ein Gedanke in meinem Kopf von, ja, maybe, aber irgendwie nur, weil jemand im Internet sagt, so, ne, man, es gibt ja auch viele im Internet, die dann so Theorien so hochpushen und irgendwie so größer machen wollen, als es eigentlich ist und immer so dann wirklich suchen nach irgendwelchen Sachen, die vielleicht totaler Zufall sind und dann sagen, okay, ja, das spricht alles für diese Theorie. Aber das ist jetzt eine Aussage von ihr. Audioaufnahme sagt sie, dass das der Grund war, warum sie nie etwas gesagt hat, weil sie gedacht hat, es wird ihr sowieso niemand glauben. I've never said it openly. And mainly I didn't want to say it openly because I honestly didn't think anyone would believe me. Britney hat auch ihre Ansprache damit begonnen, dass sie gesagt hat, dass sie seit einer Sitzung hinter verschlossenen Türen im Jahr 2019 nicht mehr mit dem Gericht gesprochen hat und sie sich nicht so gefühlt hat, als ob ihre Stimme von den Richtern gehört wurde. I will be honest with you, I haven't been back to court in a long time because I don't think I was heard on any level when I came to court the last time. Alter, das ist so insane. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said, no ma'am, they should be in jail. Sie sagt vor Richtern, dass ihr Vater und ihr Management im Knast sein sollten. Alter. And I would honestly like to sue my family to be totally honest with you. Nachdem Britney sich geweigert hat, einen Tanzschritt in den Proben für ihre Las Vegas Show zu machen, wurde sie dafür beschuldigt, nicht zu kooperieren und wurde fälschlicherweise auch noch beschuldigt, ihre Medikamente nicht genommen zu haben. Was die jedoch nicht wissen können, weil sie ihre Medikamente immer morgens von einer Krankenschwester bekommen hat und nicht in den Proben zu sich genommen hat. Britney hat sich dann entschieden, die Las Vegas Show abzubrechen und ihre Ärzte haben dann von einem Tag auf den anderen aus dem Nichts ihre Medikation auf einem Stimmungsstabilisator umgeändert. Ist das nicht übelst krass? Ist Lithium nicht so ein übelst krasses Medikament? Three days later after I said no to Vegas, my therapist sat me down in a... Hier stehen noch, die Handygeräusche sind von der Audioaufnahme, die im Internet geleakt wurde. Ach so, das wurde geleakt, das ist alles Leak, diese Aufnahme. ...in a room and said he had a million phone calls about how I was not cooperating in rehearsals and I haven't been taking my medication. All of this was a false. He immediately the next day put me on out of nowhere. Was bedeutet, dass sie von den Medikamenten abgesetzt wurde, die sie 5 Jahre lang zuvor genommen hat. He took me off my normal meds I'd been on for 5 years. And lithium is a very, very strong and completely different medication compared to what I was used to. Er hat mich auf dieses Medikament gesetzt und ich fühlte mich betrunken, sagt. Also sie sagt, weil sie einen Tanzschritt nicht gemacht hat, hat dann ihr Arzt gesagt, hey, du kooperierst nicht, du kriegst jetzt andere Medikamente. What the f***? Das fickt doch deinen Körper komplett, wenn du plötzlich komplett andere Medikamente bekommst. Wieso können Leute überhaupt bestimmen darüber? Also, come on, Alter. Vor allen Dingen, wie kann... Warte mal, wow. Nee, ich beruhige mich. Also, sie wird benutzt für Shows. Sie soll in Las Vegas Shows machen, was ja voll die anstrengende Arbeit ist. Das soll sie machen, das ist cool. Aber sie ist angeblich nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber sie soll... Shows machen. Ja, mega logisch. Ich konnte nicht einmal ein Gespräch mit meiner Mutter oder meinem Vater über irgendetwas führen. You can go mentally impaired if you take too much, if you stay on it longer than 5 months. But he put me on that and I felt drunk. I couldn't even have a conversation with my mom or dad really about anything. There were 6 different nurses in my homes and they wouldn't let me get in my car to go anywhere. Alter. 6 verschiedene Krankenschwestern in ihrem Haus, die sie nicht haben rausgehen lassen. Sie durfte nicht mal ins Auto steigen. What the f***? Anywhere.
Britney sagt, dass sie gezwungen war, zu einer Einrichtung an einem super belebten Ort zu reisen, um ihren Therapeuten zu sehen, wo die Paparazzi ihr dort super einfach folgen und draußen warten konnten, um Bilder von ihr zu bekommen, wenn sie eine Sitzung verlassen hat, anstatt einen Therapeuten privat in ihrem Haus zu sehen. But it was very clever they picked one of the most exposed places in Westlake, knowing I have the hot topic of the conservatorship, that over 5 paparazzis are going to show up and get me crying coming out of that place. I begged them to make sure that they did this at my home. So Alter, das ist zu krass. Das ist zu krass. What the fuck? Das ist der Hintergrund von Free Britney. Ich habe schon ein paar Mal so dieses Free Britney gehört. Und ich habe halt immer gedacht, so ja, weiß ich nicht, was da alles so dran ist. Habe mich nie damit auseinandergesetzt. Aber darum geht's bei Free Britney. Das klingt ja wie ein Film. Das klingt doch nicht wie Real Life. Das klingt doch wie ein absoluter Albtraum. Das klingt wie ein Horrorfilm. Over 5 paparazzis are gonna show up and get me crying coming out of that place. I begged them to make sure that they did this at my home so I would have privacy. I deserve privacy. Zudem sagt sie, dass ihr Therapeut durch die Behandlung, die er ihr verabreicht. Also sie darf nicht aus dem Haus gehen, aber der Therapeut geht nicht zu ihr ins Haus. Das geht dann nicht. Da muss sie dann an einen ganz belebten Ort. Oh mein fucking Gott, Alter. Brächte missbraucht hat. Is identical to Dr. Benson, who died, the one who illegally, yes, 100% abused me by the treatment he gave me. Und daraufhin sagt sie, als Dr. Benson verstorben ist, bin ich auf die Knie gegangen und habe Gott gedankt. And to be totally honest with you, when he passed away, I got on my knees and thanked God. Boah, Alter, was ist das für ein krasses Statement? Wie kann das sein, dass man damit durchkommt? Wenn es solche klaren Aussagen von ihr gibt, wie kann das sein, dass man damit durchkommt? Dass Leute damit durchkommen, die finanziell total sogar davon profitieren, wenn sie die weiter in dieser Situation lassen? Sie sagt, dass sie an einem Punkt gezwungen wurde, gegen ihren Willen in eine Reha zu gehen und dafür $60,000 im Monat zu bezahlen. You're gonna pay $60,000 a month for this. I cried on the phone for an hour and he loved every minute of it. Er hat die Kontrolle geliebt, seine eigene Tochter zu verletzen, zu 100,000%, sagt Britney. The control he had over someone as powerful as me, as he loved the control to hurt his own daughter 100,000%, he loved it. Sie sagt, alles was mit mir geschah, hey, sprachlos, musste von meinem Vater genehmigt werden. Britney hat 2 Kinder aus früheren Beziehungen, aber sie würde gerne ihre Spirale entfernen lassen, damit sie ein weiteres Kind bekommen kann. Aber die Vormundschaft erlaubt es ihr nicht. Sie sagt, I want to be able to get married and have a baby. I was told right now in the conservatorship, I'm not able to get married or have a baby. I have a ID inside of myself right now, so I don't get pregnant. Sie darf nicht heiraten. Sie soll jeden Tag in Las Vegas Shows machen, aber darf nicht heiraten. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby, but this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they don't want me to have children, any more children. Das ist ja auch genau das, was ich in meinem Video vom letzten Jahr erwähnt habe, was einfach keinen Sinn ergibt. Dass sie einerseits so viel arbeiten muss und andererseits so angeblich nichts in der Lage ist. I shouldn't be in a conservatorship if I can work and provide money and work for myself and pay other people. It makes no sense. The laws need to change. What state allows people to own another person's money and account and threaten them and saying, you can't spend your money unless you do what we want you to do and I'm paying them. Also hat sie jetzt genau. Oh, Alter. Ja, welcher Staat erlaubt es Menschen, das Geld und das Konto einer anderen Person zu besitzen und sie die zu bedrohen und zu sagen, du kannst dein Geld nicht ausgeben, es sei denn, du tust, was wir von dir wollen. Und dafür noch bezahlt werden. Und dafür noch bezahlt werden. Diese Personen, die diese Macht über sie haben, werden noch von ihr dafür bezahlt, dass sie diese Macht über sie haben. Also hat sie jetzt genau das selbst ausgesprochen, was alle in der Free Britney-Bewegung auch angezweifelt haben. Zudem sagt sie noch, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein erfülltes Leben führen kann. I don't feel like I can live a full life. Die New York Times berichtet, dass Britney bereits 2016 gegenüber einem Ermittler ernsthafte Bedenken über ihre Vormundschaft geäußert hat und darauf gedrängt hat, dass sie beendet wird. Aber damals kam nichts dabei heraus.
Ich war einerseits so überrascht und so stolz, als ich diese Audioaufnahme von Britney gehört habe. Denn nicht nur hat sie endlich den Mut gefunden, öffentlich darüber zu sprechen, sondern sie hat auch unglaublich gut gesprochen und sich wirklich gut ausgedrückt. Sie klang so normal und es hat nichts mit der Britney zu tun, die wir in letzter Zeit auf Instagram zu sehen oder zu hören bekommen haben. Andererseits haben mich aber auch die Aussagen in der Anhörung extrem schockiert und traurig gemacht. Einfach wirklich bestätigt zu bekommen, wie es ihr tatsächlich all die Jahre in dieser Vormundschaft ergeht. Ich habe bis dahin irgendwie gehofft, dass die Aussagen auf Instagram, dass es ihr gut geht und dass sie glücklich ist, wahr sind. Aber dank der Free Britney-Bewegung und dank ihrer öffentlichen Aussage jetzt kann dieses Thema nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden. Daher denke und hoffe ich, dass sie diesmal wirklich von den Richtern gehört wird, denn sie verdient es, endlich ein freier Mensch zu sein. I wish I could stay with you on the phone forever because when I get off the phone with you, all of a sudden, I hear all these no's. No, no, no. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things, and more so. And that's all I wanted to say to you, and thank you so much for letting me speak to you today. Junge, 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 Junge. Alter. Alter, dass das so heftig ist, diese Situation, hätte ich nicht gewusst. Dass die Situation so krass ist, hätte ich nicht gewusst. Alter, crazy. Crazy, crazy. Ich find's einfach crazy.